Hey, mein Name ist Fabian von jumproberlin.com und heute zeige ich euch alles, was ihr über den Boxerstyle wissen müsst, alles, was ihr können müsst, um zu springen wie ein Profiboxer. Die Grundlage für den Boxerstyle ist selbstverständlich das Footwork. Bleibt beim Boxerstep immer schön auf den Fußballen, bewegt euch vorwärts, seitwärts und rückwärts. Im nächsten Schritt kommt der sogenannte Running Step, also das Laufen auf der Stelle mit dem Seil. Wer damit Schwierigkeiten hat, kann anfangen mit 3 Sprüngen auf einem Bein, dann den Beinwechsel machen, dann 2 und dann bei jedem Seildurchschlag. Im nächsten Schritt solltet ihr dann Side Swings lernen. Erstmal den Swing Swing Open. Der Swing Swing Open besteht aus einem sogenannten Box Swing und einem Wrist Swing. Beim Box Swing stellt euch vor, ihr würdet eine Box direkt neben dem Körper halten. Wrist Swing ist selbsterklärend, Handgelenk auf Handgelenk. Danach geht ihr in den Open. Selbstverständlich solltet ihr die Swings auf beiden Seiten lernen, sowie mit beiden Footworks, die ihr bereits könnt, den Boxer Step und den Running. Ihr müsst allerdings nicht bei jedem Swing die Seite wechseln. Ihr könnt auch nur Swing Open machen. Also Wrist Swing Open. Als nächstes solltet ihr den Double Swing lernen, das heißt 2 Swings auf einer Seite gestartet mit dem Wrist Swing. Das stellt viele vor koordinative Probleme. Nehmt euch dafür wirklich Zeit, achtet darauf, dass beide Handgelenke kontinuierlich gleichmäßig drehen und achtet darauf, dass die Swings so vertikal wie möglich sind. Wenn ihr dann alle Swings gelernt habt, dann versucht sie im Running Step mal miteinander zu verbinden. Daraus ergeben sich schöne Kombinationen. Im nächsten Schritt solltet ihr den ersten Trick lernen, das ist der sogenannte Crisscross oder Basic Cross. Achtet darauf, dass eure Hände ungefähr auf Höhe eurer Beckenknochen kreuzen und kombiniert den Cross selbstverständlich wieder mit allem Footwork, was ihr kennt, dem Boxer Step und dem Running Step. Den Cross könnt ihr nicht nur aus einem Open heraus machen, sondern auch aus einem Swing. Der sogenannte Swing Cross startet mit einem Box Swing und kreuzt dann auf der anderen Seite über den anderen Arm. Selbstverständlich kombiniert ihr das wieder mit Running Step und Boxer Step. Im nächsten Schritt kombiniert ihr dann Swing Cross mit Swing Open. Ja, ihr müsst die Handposition nicht großartig verändern. Nach dem Cross, da sind die Hände schon in der richtigen Position. Öffnet einfach nur wieder das Seil in den Open Jump. Kombiniert das Ganze wieder mit dem Boxer Step und dem Running Step. Im nächsten Schritt kommen wir schon zu den Double Unders. Die gibt es in verschiedenen Varianten, dem Open Open Double Under sowie alle anderen Tricks, die ihr bisher gelernt habt, den Swing Cross Swing Open, den Swing Open, den Open Cross und den Cross Cross. Das waren die Basics für den Boxerstyle, mehr ist es wirklich nicht. Bis das Ganze dann schön aussieht und ihr alle Skills miteinander verbinden und kombinieren könnt, dauert natürlich seine Zeit. Es ist aber durchaus möglich, in einem halben Jahr schon besser zu sein als die meisten Profiboxer. Lernt die Skills, die wir hier im Video gezeigt haben, in- und auswendig, vor- und rückwärts und ihr könnt deutlich mehr als die meisten Profis. Viel Spaß beim Üben. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare.